Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fernsehrausch. Es ist eine ganz besondere Ausgabe. Allerdings, wir haben uns mit dem Vater des Zonk getroffen in Berlin, mit Jörg Dräger. Bekannt geworden durch die Sendung Geh aufs Ganze, lange, lange Jahre bei Sat.1 und Kabel 1 gelaufen. Und das war ein richtig spannendes Gespräch. Ja, dass er diesen Zonk gefunden hat, war auch ein Zufall mehr oder weniger. Das hat er uns erzählt, wie das funktioniert hat. Außerdem Jörg Dräger, über 70, der läuft noch jedes Jahr den Jakobsweg. Auch darüber haben wir gesprochen. Dann hat er Blumen verkauft in Berlin. Er war Studentenrevoluzzer, er war Bundeswehrsoldat auf Lebenszeit, hat einen Pool, in dem der Zonk glitzert. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich auf dieses Gespräch tierisch gefreut. Schon vorher und ich wurde nicht enttäuscht. Nein, wir wurden beide nicht enttäuscht. Es ist ein Tausendsasser und es ist ein sehr sympathischer Kerl, auch Jörg Dräger. Und wir waren nicht die Einzigen, die ihn so nett fanden. Stimmt. Wir haben einen kleinen Raum gemietet in Berlin, wo wir uns mit ihm getroffen haben und haben vorher am Empfang gesagt, da kommt gleich jemand, können Sie uns den bitte hochschicken? Und da mussten wir natürlich den Namen nennen. Na klar. Und haben dann gesagt, ja, der wird sich anmelden mit Jörg Dräger. Und die Frau direkt so, was? Ist es etwa der Jörg Dräger? Also ich glaube, die hat sich sehr gefreut und vielleicht hat sie ja mehr richtig gemacht als wir. Ja, vielleicht hat sie noch ein Selfie mit ihm gemacht, was wir verpeilt haben. Vor lauter Glanz des Jörg Dräger. Ja, und weil er halt einfach eine Menge zu erzählen hat. Deswegen ist auch diese Ausgabe wieder etwas länger als eigentlich geplant. Aber Jörg Dräger ist es absolut wert. Und uns hat er Lust aufs Zocken gemacht, weil er ist ein Zocker schlechthin. Und deswegen fahren wir zwar jetzt nach Bad Homburg ins Spielcasino und denken dabei an Jörg Dräger. Na klar. Und du hast viel Spaß mit der Folge Fernsehrausch jetzt. Viel Spaß. Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören. Heute mit Jörg Kurt Ernst Dräger. Meine erste Erfahrung mit Fernsehen. 1989, kurz nach der Wende. Mein Durchbruch im Fernsehen. Geh aufs Ganze. Bei Nachrichten wäre mir lieber gewesen. Meine erste Extremsituation im Fernsehen. Ein Rollstuhlfahrer in meiner Sendung Geh aufs Ganze. Darauf bin ich heute noch stolz. Auf meine Familie. Und darauf nicht. Auf mich selbst. Das Fernsehen in den 90er Jahren war geil. Im Gegensatz dazu ist das Fernsehen von heute weitestgehend unterm Gürtel. Die Leute sagen wahrscheinlich über mich, ach, das ist ein ganz netter Kerl. Mein aktueller Kontostand. Weiß ich nicht. Fernsehrausch. Herzlich willkommen, Jörg Dräger. Danke, Daniel. Danke, Christoph. Wir haben gleich am Anfang eine schlechte Nachricht. Wir haben eben gesehen, hier ist Rauchverbot. Ja. Wir wollen hier ein bisschen miteinander reden. Ja. Schaffen Sie das? Schaffe ich. Wie viel sind es aktuell am Tag? Es waren bis vor 4 Monaten und ohne Stresssituation 2 Päckchen, mit Stresssituation, also Arbeit oder auch mal feiern, gerne 3 Päckchen. Und seit 4 Monaten bediene ich mich eines Gerätes. Ich könnte das jetzt nennen, dann wäre es aber wahrscheinlich Werbung. Es ist aber jenseits der E-Zigarette. Also es macht ganz viel Rauch wahrscheinlich. Es macht ganz viel Rauch, es befriedigt deine Nikotinsucht. Und ohne ungesund zu sein. Ja, ich habe es bei der Kasse schon eingereicht, ob ich das bezahlt kriege, weil es möglicherweise gesünder ist, als nicht zu rauchen. Nein, bei diesem Ding, da, was ich da rauche, ist man, also ich denke nicht, dass man sich es einbildet, der Teer entfällt, weil kein Papier verbrennt. Und das ist natürlich schon mal, ja. Ein erster Schritt. Ein erster Schritt, ja. Also schon gesundheitsbewusstes Rauchen jetzt inzwischen. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber das ist für einen Extremraucher. Und ich bin ja in Spanien groß geworden. Das heißt, da hast du mit 13 oder 14 am Kiosk für 1 Cent Zigaretten gekriegt, ohne dass die Eltern, ohne dass irgendeiner daran Anstoß genommen hätte. Ne? Ja, das war ganz grausam. Aber die Umwelt prägt das natürlich. Und meine Eltern wären damals wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Klar, die Aufklärung war nicht so hoch. Ein bisschen heimlich hast du es ja auch gemacht. Ja. Aber es war auch nicht diese Hysterie, wie sie halt heute ist. Also das ist ja fast Krieg zwischen Rauchern und Nichtrauchern. Ja, Sie haben es gerade gesagt, groß geworden in Spanien. Und da hätten Sie ja auch ein berühmter Sportler werden können eigentlich. Ne? Die Möglichkeit war ja da. Ja, Florettfechten war das. Ihr habt euch immer gut informiert. ja, aber die Karriere im Fechten, also Florettfechten war das, ist auch nicht dem Rauchen zum Opfer gefallen, sondern einfach der Trainingsintensität. Es war für mich einfach irgendwann nicht mehr erträglich, dass du da jeden Tag 4, 5, 6 Stunden trainieren musste, und ich hätte das weitermachen müssen, wenn ich auf der oberen Welle hätte mitschwimmen wollen. Und dann sind wir eben auch von Spanien damals wieder nach Deutschland gegangen, und dann war eh eine Unterbrechung, und insofern war das so. Also
ja. Und dann haben Sie auch erstmal einen seriösen Weg eingeschlagen. Studium in Berlin, nach dem Abitur in Bilbao. Ja. Blumen verkauft, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ist ja Wahnsinn. Und am Innsbrucker Platz hier in Berlin. Das war damals ein reines Trümmergrundstück, logischerweise. Und ich war an der Robert-Blum-Schule. Bitte? Robert-Blum-Schule passt ja. Robert-Blum-Schule passt ja. Wird ja noch schlimmer. Der diesen Stand betrieben hat, in Vornamen weiß ich nicht mehr, war ein Herr Blume. Der war mit mir, damals gab es ja noch vernünftigerweise das 13 Jahre Schulsystem, der war mit mir und seiner Freundin in der 13. Klasse. Und sie, Brigitte, Peter Blume war es, sie, Brigitte, wurde schwanger. Das hieß 1967, obgleich gute Noten in fast allen Fächern, ich sag mal, NC wäre mit Sicherheit so eine lockere 2,3 gewesen bei beiden. Das hieß aber, sie wurden vom Abitur ausgeschlossen, weil die Matura, also die Reife, das galt ja damals noch. Ja. Das ist fast Feuerzangenbowle. wurden von der Schule ausgeschlossen. Daraufhin hat er diesen Stand am Innsbrucker Platz, das war halt so ein mobiler, wie so heute so eine Pommesbude, ne? Ja. Ein Meer von Töpfen ringsherum um diesen Stand. Abends mussten die Blumen angeschnitten werden, in einen gepachteten Keller gebracht. Ich bin alle 14 Tage nach Holland gefahren, habe frische Blumen geholt. Die frisch angeschnittenen Blumen, die wir dann jeden Abend 2-3 Stunden in den Keller verbrachten, wurden auf Rat von Herrn Blume, der sich da ja auskannte. Der fuhr übrigens eine Corvette schon zu der Zeit, ja, also es war ein sehr einträgliches, war ein einträgliches Geschäft. Wurden vor allen Dingen die Rosen mit heißem Wasser übergossen. Das heißt, über Nacht richteten die sich noch einmal zur vollen Blüte auf. Ah, und nach Erwerb auch immer so beschlagen morgens. Genau. Ah, da haben und wir doch die Lösung. Nach Erwerb dieser Blumen, durch wen auch immer am nächsten Morgen, haben die sich, denke ich mal, nicht mehr so lange gehalten. Beschiss also. Ja. Aber war ja Nachkriegszeit, ja. Also. Jetzt kommt eine mega Überleitung. Ja, jetzt schon. Bei dir hat es auch schon getickt. Ja, bei Beschiss. Von Blumen. Ach, Blumen. Ist der Weg zu Flower Power ja nicht weit. Oh, und die haben Sie ja, glaube ich, auch ganz gut erlebt, die 68er-Zeit als Student in Berlin, oder? Man hat gehört. Ja, lange Haare bis zum Po, barfuß, Plakette von Springer, enteignet Springer. Und die ein oder andere Kommune, die Sie besucht haben? Die ein oder andere Kommune, die ich besuchte. Aber dann ist ja, muss man sagen, der nächste Schritt umso beachtlicher. Also wenn man, ich weiß, was kommt. Wenn man so eine Studentenzeit erlebt. 1.7.1968. Ja. Wird das Datum sein, auf das Sie anspielen. Sie? Die Bundeswehr, oder? Genau. Das wussten wir sehr genau, ist, wann Sie da eingetreten sind. Das ist wirklich, wir haben den Vertrag nicht gefunden, den Sie unterschrieben haben. Deswegen waren wir bei dem Datum gerade so ein bisschen unschlüssig. Aber dass man dann zur Bundeswehr geht und dann auch noch sagt, auf Lebenszeit. Das kannst du keinem Menschen erzählen, aber ich versuche es mal. Also, das Kreiswehrersatzamt Essen lud mich ein. Kann auch, heute würde man sagen, Stellungsbefehl. Ja. Aber die luden mich ein, weil sie brauchten, glaube ich, Leute damals. Und machten mir klar im Kreiswehrersatzamt, also A, dass ich jetzt wehrpflichtig sei, was schon scheiße genug war, aber machten mir den Mund ja wässrig, ich sei ja nun mal zweisprachig, heute würde man sagen bilingual, zweisprachig groß geworden. Also wertvoll. Wertvoll. Und geradezu geboren für den diplomatischen Dienst. Meine Sehnsucht war wirklich nicht die 68er-Generation, sondern war das Spanien, das ich verlassen hatte. Machten wir also den Mund wässrig, dass ich von einer bestimmten Jahreszahl, an die ich mich verpflichten würde, durchaus große Chancen, wenn ich übermächtige Chancen hätte, in den diplomatischen Dienst. Militär, also alleine das Wort. Mhm. Herr Dreger, Militärattaché in Madrid. Boah. Der Hammer, oder? Ja, das ist mal anfällig. Besoldungsmäßig erst A15, dann B2. Also das ist Oberstudiendirektor oder sowas. Mhm. Ja. Und dann in Spanien. Gut, was muss ich denn machen? Ja, also Berufssoldat. Lebenslänglich. Und da haben Sie natürlich unterschrieben. Selbstverständlich, oder? Weil ich hatte ja nun gerade dieses Chaos in Berlin hinter mir. Meine Eltern waren eh verzweifelt, wussten nicht, wo es mit mir lang geht. Da habe ich gesagt, jo, mach ich. Später haben Sie dann mit Tagesschau-Sprecher Hofer mal zusammen gelebt.
Auch in einer ganz besonderen Wohnung. Naja, also Jan Hofer, muss ich sagen, hat mich auch zu Radio Hamburg gebracht. Weil Jan hat neben seiner Tagesschau halt auch immer so ein bisschen Radio gemacht. Mhm. Und er war befreundet mit dem damaligen Programmdirektor und Gründer von Radio Hamburg, Rainer Cabanis. Und ich wohnte mit Jan in einer Gynäkologie in Bad Bronstedt. Wie kommt man denn da? Also voll eingerichtete Gynäkologie? Jan sagte irgendwann, der war damals verheiratet mit einer Sängerin, den Namen weiß ich auch nicht mehr, und die ein kleines Kind hatte, und der Hauptgrund war nicht mehr in der Metropole Hamburg, sondern ein bisschen außerhalb. Bad Bronstedt ist, weiß ich nicht, 20 Kilometer weg von Hamburg oder so, ne? Und sagte, du, wenn du das jetzt machst mit Radio Hamburg, und ich rate dir dazu, nachdem dem Herr Cabanis gesagt hat, wie viel mehr ich bei den Privaten als bei den Öffentlichen kriege, war die Überlegung auch nicht allzu lange. Und ich suche uns was, wo wir erstmal unterkommen, weil ich will auch raus aus Hamburg. So, und dann suchte er nicht nur was Kleines für uns, sondern er fand dann mitten im Kurpark von Bad Bronstedt eine Gynäkologie. Das muss man sich vorstellen wie zwei Flügel im rechten Winkel. Innerhalb dieses Winkels eine riesen Rasenfläche, die natürlich leider aus beiden Flügeln immer einsehbar war. Also keiner konnte im Garten machen, ohne dass der andere es nicht auch gesehen hätte. Aber jeder Flügel war für sich apart und hatte jeder Flügel, ich sag mal, geschätzte 15 bis 20 Zimmer. Was? Ja, war ja eine Gynäkologie. Und da haben Sie alleine gelebt? Da haben wir dann alleine gelebt, also jeder in einem Flügel, also ich mit meiner damaligen Frau und er mit seiner Frau und seinem Kind. Aber jeder mit 15 Zimmern? Ja, wobei wir nur drei oder vier genutzt haben, die wir dann zu einem Großraum oder zu einer Wohneinheit haben umbauen lassen, weil jedes Zimmer in diesen beiden Flügeln war klein und war mit Waschbecken und Toilette versehen, weil es waren ja Patientenzimmer. Ja, aber war das nicht selbst damals schon sehr teuer, so ein Riesenanwesen zu bezahlen? Also, ich sag mal, ich habe damals relativ bescheiden verdient, sage ich jetzt mal. Wir können es ja so machen. Du sagst mir, was du verdienst, und ich sag dir, ob ich damals mehr oder weniger verdiene. Gehen wir doch mal zurück auf die Frage mit aktueller Kontostand. Nein, also das kann man sich ja vorstellen, dass das eine überschaubare Größe war, wo ich jetzt nicht, und Jan hat mich auch nicht unterhalten, sondern ich habe es selbst bezahlt. Ich weiß es nicht mehr, aber ich sag mal, keine Ahnung, war ja auch noch D-Mark. Und der hat ja mit dem Co-Direktor auch noch ausgehandelt. Und ich meine, das, ja, mit den Zimmern, die waren auch froh, dass das dann irgendwie wenigstens ab und zu... Ich weiß es echt nicht mehr, aber ich sag mal, weiß ich nicht, 1000 Mark oder 1400 Mark oder irgend sowas. Kann man nichts sagen besonders. Das heizt mal halt scheiße. Riesen. Ja, 15 Zimmern. Aber irgendwann haben Sie dann ja auch den entsprechenden Job bekommen, der irgendwie passt zu jemandem, der mit 15 Zimmern lebt. Nämlich, Sie sind zum Fernsehen gekommen, zu Sat.1 damals als Chefredakteur. Ja. Und da war Ihr berühmter Schnurrbart plötzlich im Weg. Also zumindest mal dem damaligen Chef. Das war Herr Rust vom Bayerischen Rundfunk, wurde Chefredakteur. Mhm. Und der offerierte mir eines Tages, dass Schnäuzer unseriös wirken und das sei den Nachrichten abträglich. Mhm. Daraufhin, also jeder, der einen Schnäuzer hat, muss sich jetzt vorstellen, dass du irgendwann morgens die Schnauze voll hast, du wolltest ihn eigentlich behalten, wolltest aber auch den Job behalten, stellst dich vor den Spiegel und machst mit dem Nassrasierer dir den Schnäuzer weg. Mhm. Das sah aus grauenhaft. Die Haut hat darauf, glaube ich, auch nicht so gut reagiert bei Ihnen. Nein, überhaupt nicht. Ich hatte eine dicke Lippe. Ich glaube, ich war damals Sonnenbankanbeter. Also alles braun, nur die Ohrlippe nicht. Das sieht natürlich besonders blöd aus. Sah sehr, sehr blöd aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange dann diese Interimsphase dauerte. Auf jeden Fall, irgendwann fiel ein Kollege aus den Nachrichten weg und sie brauchten mich unbedingt. Und daraufhin wurde ich zu einem Coiffeur geschickt oder der kam ins Haus, das weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mal 2 oder 3 Wochen mit einem aufgeklebten Schnäuzer die Nachrichten gesprochen. Ja. Ja, jetzt haben Sie ja eben gesagt, eigentlich im Fragebogen am Anfang, geh aufs Ganze, wie war die Frage? Mein Durchbruch im Fernsehen, leider geh aufs Ganze. Ich hätte lieber Nachrichten gemacht, haben Sie aber doch erst.
als Nachrichtenredakteur? Ich sag mal, der Wechsel damals von den Nachrichten rüber war, ja, das kannst du jetzt nennen oder nein, nenn einfach, wie es ist, es war echt die Kohle. Und natürlich der Reiz, mal wieder was anderes zu machen, weil ich Radio halt wirklich viele, viele Jahre gemacht habe. Wenn ich die Bundeswehrzeit mitrechne, sowieso. Dann gab es ja tatsächlich den Ausflug in die Unterhaltung. Zwei Sendungen. Eine kann man immer noch bei YouTube anschauen. Krypton-Faktor. Nein. Die letzte Folge, das ist die Finalsendung. Das war wirklich, das war noch schlimmer als Let's Dance wahrscheinlich jetzt im Rückblick. Es war alles nur peinlich. Also alle, die da an den Start gingen, außer Kandidaten, waren Anfänger. Der Regisseur, der Produzent, ich sowieso, Nachrichten live und jetzt plötzlich das Erste, was aufgezeichnet wird. Und keiner damit Erfahrung. Das heißt, wir haben jede Folge, glaube ich, 3 oder 4 Stunden aufgezeichnet. Das heißt, die wurde runtergeschnitten, dann auf 40, 45 Minuten. Die Spiele, die vorbereitet waren, waren von der Lösung von uns oder von den Autoren, die sie uns gegeben haben, nicht so durchdacht, als dass sie nicht Fehler gehabt hätten. Das heißt, die Kandidaten haben uns teilweise gesagt, das funktioniert ja gar nicht so. Das jetzt alles im Studio mit vollem Plenum, peinlich, peinlich. Also ich habe nie wieder reingeschaut. Ich denke nur, dass ich verbal über die Formulierung Kryptonfaktor, weiß ich nicht, XY, nie hinausgekommen bin. Weil es war für nichts mehr Zeit. Das war schade, wirklich sehr, sehr schade. Weil das waren die Kandidaten waren toll und die waren wirklich jenseits von Gut und Böse, was die in der Birne hatten, ne? Aber wir haben denen das eigentlich kaputt gemacht. Das ist ja in anderen Ländern auch jahrzehntelang gelaufen. Ja. Bei uns war nach einer Staffel Schluss. Ja. Danach gab es glücklich geschieden. Glücklich ist genauso geschieden. Scheiße. Ja. Wobei sie da ja aus dem eigenen Nähkästchen plaudern können. Ja, deswegen dachte ich ja auch, dass ich sei affin für ein solches Format. Ja. Wir haben es. Ja, muss ich zu nicht zu meiner Entschuldigung, selbst schuld. Wir haben es in der Drehpause von Geh aufs Ganze gemacht. Da ist mal gerade ein bisschen Zeit, wir gehen nach Dortmund. In Dortmund haben wir das aufgezeichnet. Wir machen glücklich geschieden, kurz eingewiesen, worum es geht, sei geil, super. So, das Ding ist nur daran gescheitert, wahrscheinlich auch teilweise Unerfahrenheit, weil alles das kennst du mit Sicherheit auch, wenn du Vorgespräche mit Interviewpartnern machst. Du rufst sie am Abend vorher an und sagst, pass auf, das und das ist das Thema. Was hast du dazu zu sagen? Und dann redet ihr, sehr, ey, geil, der Typ. Morgen, 7:45 Uhr. Und sobald das Mikro an ist, ist Schluss. So, ja. Und bei dem war nicht nur dann sozusagen das Mikro aus, sondern stand der Anwalt vor der Tür. Das heißt, alles das, was uns die, also es kamen ja zusammen die geschiedenen Ehepartner und so sie bereits hatten, die neuen. Die wurden in ein Studio zusammengestellt. Ja, so, und wirklich Geschichten, wirklich so gut gecastet, da war Brisanz ohne Ende drin, was da abgegangen ist teilweise. Nur von alledem war am Tage X nichts mehr da. Also eigentlich hättest du sagen müssen, Leute, egal was das jetzt hier kostet, Schicht aus Ende, geht alle nach Hause. Und dann haben wir uns innerhalb dieses engen Rahmens, den die Kandidaten entweder unter Androhung eines Anwaltes oder eines bereits präsenten Anwaltes gegeben haben, linke Grenze, rechte Grenze. Und das war bei allen, glaube ich, so, weiß ich nicht, haben uns nicht mehr verstanden. Aber heute verstehen wir uns wieder gut und das ist meine neue. Es war, ja, war ganz schlimm. Du hast Georg Ganze schon angesprochen. Das Casting war ja schön, weil du hast es ja nicht nur einmal gemacht. Dafür. Wo habt ihr das alles her? Wir wollen heute auch einen Namen hören. Ja. Also, ja, heute kann ich den Namen, glaube ich. Zumindest die Initialen. Ich weiß, mal gucken. Ich rede mich erstmal ran an das Thema. Also, Sat.1 zog von Mainz nach Berlin. Und dann kam aber Frühstücksfernsehen. Mhm. Wolf-Dieter Herrmann und Träger im Wechsel. Ich sagte, ganz, ganz geil. Rita Werner als Wetterfee. War eine super schöne Zeit, eine super schöne Lehre, weil wir hatten ja kein Geld. Ja. Das heißt, alles das, was wir gemacht haben, haben uns in erster Linie die Kameraleute und die Redakteure, die für die Nachrichten unterwegs waren, Robben sterben auf Sylt,
Nee, Tschernobyl war schon vorbei, da war ich noch beim Radio. Also die heißen Themen, wenn die vom Dreh zurückkamen, saßen die morgens bei uns im Studio und haben erzählt, was da los war. Und das war dreimal interessanter als das, was du dir jetzt im Frühstücksfernsehen über Jamaika angucken musst. Ne? Also das war wirklich, weil die Jungs haben halt wirklich richtig beinhart und toll erzählt. Habe ich als Frühstücksfernsehen gemacht und irgendwann sagte Kramwell, Mensch, da gibt es ein Format, Let's Make a Deal. TV München, glaube ich, die machen das. Fahr mal hin und guck mal, ob das was für uns ist. Dann bin ich dahin, um mir das anzugucken. War kaum da, rief mich Kramwell an, sagte, du, pass mal auf, guck doch mal, ob das was für dich ist. Weil nach dem Motto, du sitzt doch hier eh nur rum. gut. Und das war aber noch die Zeit, wo ich gesagt habe, ey, jetzt bin ich mal gerade wieder zum Journalismus rübergekommen. Und jetzt schon wieder weg. Und dann Game Show und sowas. Also überhaupt nichts für mich. Ja. So, also dieses berühmte Casting. Und ich habe das, also immer wenn was schief geht, sagt man ja, hinterher habe ich extra gemacht. Ne? Sowas mache ich nicht. Wenn, mache ich wirklich extra. Ich habe wirklich extra Scheiße gebaut beim Casting, weil ich es nicht machen wollte. Ja. Fand das Ding wirklich einfach wirklich abartig scheiße. lag natürlich teilweise auch an den Umständen, wie man sowas halt improvisiert. Dann hast du keine Tore, du hast das und alles nicht. Ich hatte auch noch nicht die Originalsendung Let's Make Deal gesehen, die US-Version, gar nichts. Was ist das denn für ein Mist? So. Und kriegte dann irgendwann mit, als letzter wird gecastet ein Trommelwirbel. Ein T.O. T.O. Und wusste, der ist gut und wusste, der wird es dann kriegen. Ah, ja, also, ja. Und wusste aber auch, der ist nicht so, ich mag ihn nicht. Der, an den ich denke, der ist zu jung, glaube ich. Der, an den ich denke, der hat ein bezauberndes Lächeln. War das nicht Tommy Honor, der Junge mit dem... Tommy Honor habe ich auch dran gedacht. Was hat der gespielt, Tobi Horner, jetzt? Hat nicht irgendwas mit einem bezaubernden Lächeln gemacht? Den, der sein Lächeln verkauft. Das war doch so ein Kinderstar, war das, ne? Genau. Ja, ja. Ja. Sagt ihr dir was? Manni der Libero hat er auch gemacht. Stimmt. Die Fußballserie. Was mir jetzt auffällt, ist, dass die ihr seid jetzt über die Initialen, weil ich gesagt habe, T.O. Ja, genau. Nee. Das war jetzt irreführend. Also auf jeden Fall hatte ich mit dem Kollegen also neidlos anerkannt, das ist ein Guter, der kriegt die Sendung. Ich wollte aber nicht, dass er sie kriegt, weil da Dinge gab, die ich sagte, nee, also das gönne ich ihm nicht. War der im gleichen Haus? Also war der und auch bei ich bin nicht so, bin aber nicht missgünstig, aber wollte das nicht. Und gehe zu Jean-Pierre Brun, also dem Produzenten, und sage, scheiße vorhin, ich war nervös und überhaupt und ich würde gerne nochmal. Der wollte den anderen aber haben. Das ist ja immer das Spiel, die Produzenten wollen immer andere Protagonisten haben oder oftmals andere als der Sender. Mhm. Da der Sender aber die Kohle rausholt, hat der Sender recht. Also sagen wir mal, das Casting zwischen T.O. und mir, wenn man jetzt Punkte nimmt, sage ich jetzt mal, war 50-50. Mhm. Also ich würde jetzt eigentlich sagen 80-20 für mich, aber fairerweise sage ich jetzt mal 50-50 und dann entscheidet der Sender. Ja. Also habe ich dann die aufs Ganze gekriegt. Und das war am Anfang ja noch eine andere Sendung als die man am Ende kannte, weil es wirklich eine 1-zu-1-Adaption von Let's Make a Deal war. Ja. Ja. Und im Publikum mehr oder weniger eine Freakshow. Ja. Weil nämlich das Konzept damals so war, also von der US-Version, Leute müssen sich irgendwie besonders anziehen, am besten verkleiden, damit sie auffallen. Und auch was in Köln nicht so schwer war am Anfang. Richtig. Ja, und es war ein reines, also ich, bei Gameshows ist immer für mich so ein Unterschied, es gibt mechanische und es gibt, hört sich jetzt so überzogen an, aber es gibt Personality-Shows. Mhm. Mechanische Show ist für mich, obwohl ich gerade den Kollegen Friedrich Meissner sehr, sehr schätze, mit dem bin ich ja auch jetzt neulich mal gelaufen. Kommen wir auch noch zu. So, aber der kommt ja aus der Rolle eines Mechanismus nicht raus. Ja, das Glücksrad dreht sich, die Buchstaben so, da hast du keine Chance auszubrechen. Und bei dir aufs Ganze kannst du von Anfang an machen, was du willst. Mhm. Und das war das, was ich nachher an der Sendung so geliebt habe. Die Amis haben es auch mechanisch gemacht. Also rechts was in der Hand, links was in der Hand. Du sagst, was du willst und das, was du willst, mache ich auf. Punkt, aus, Ende. Da wurde gar nicht gezockt. Keine Intervention, nicht zu sagen, komm, lass es, nein und bitte und null.
Und so haben wir auch angefangen. Und den Song gab es ja damals auch noch nicht. Mhm. Sondern es gab halt teilweise adaptiert das, was die Amis auch hatten. Also, weiß ich nicht, 100 Meter Jägerzaun, eine ausgebrannte Verkehrsampel und sowas. Und das war alles ganz furchtbar. Und irgendwann bin ich dann mit dem Co-Produzenten Erasmus Bölte, später mein wirklich sehr, sehr guter Freund, mit 28 elendig leider dann an Krebs gestorben, nach Nürnberg gefahren, auf die Spielzeugmesse und blieben an einem Stand stehen von Sigi Kid und die hatten graue Mäuse. Und dann sagt er, das war einzig und allein der Verdienst von Erasmus, der sagt, Mensch, guck mal, das ist doch was. Und dann haben wir mit den Damen da geredet, am nächsten Tag hatten wir einen Termin bei denen und wir sagten, nee, wir hätten den gerne in Rot und ein bisschen plüschiger hier und da. Und so wurde denn der Zong geboren, das schönste Nichts der Welt. Und so mancher hat sich über den Song mehr gefreut als über, weiß ich nicht, eine Waschmaschine oder sowas. Wie kann es eigentlich sein, dass dieser Song 2004 in einer ProSieben-Sendung zum nervigsten Ding der 90er gewählt wurde? Wegen des Geräuschs gewählt. Vielleicht, wobei es ja ein wunderschönes Geräusch ist. Na, ja. Finde ich aber auch. Ja, wobei der Name Song kommt auch, aber auch alles Idee von Erasmus. Der kommt aus der US-Comic-Sprache. Und da gibt es mit TH gesprochen, was ich nicht kann, ein Wort für eben für Nichts und Niete, das heißt Zonk. Und dieses dann richtig eingedeutscht, Zonk, sagt Erasmus, so nennen wir dieses Tier. Und das ist ja, das war ja eigentlich das Erfolgreichste von der ganzen Sendung, dieses Vieh. Das ist unglaublich. Das wurde gefälscht. an die Kripo ist das gegangen. Also und. Das und deine Liebe ist ja auch nicht erloschen, ne? Bis heute zum Zong. Die ist nicht erloschen. Ich habe den 2,20 Meter Zong, also den ganz großen, der beim Tor stand, den habe ich zu Hause. Ich habe alle Farben. Weil wir manchmal so ein bisschen mit Farben, also der Unschuldige, der war in Weiß, der grüne Besuch vom Mars und sowas alles und dann der Gelbe. Aber es gab immer nur dann einen und auch nur immer in einer Sendung. Der Gelbe stand dann für den Neid und solche Geschichten. Und die habe ich natürlich alle. Stimmt es, dass du ein Zonk-Zimmer hast und auch der Zonk in deinem Pool glitzert? Ja, auf Teneriffa, was ich nicht mehr habe, weil ich bin auch dieser Zeit da in Spanien mit den Immobilien leider, ja. Auf die Nase gegangen. Katastrophe, ja. Aber da hatten wir, weiß ich nicht, wann das war, 100 Jahre her, also ich sag mal 20 Jahre, ich bin ja jetzt 22 schon verheiratet, glaube ich, oder eine. In vierter Ehe, musste erst mal hinkriegen. In vierter Ehe dann bereits, also wenn ich alle Ehen zusammenziehe, so lange war noch keiner. Kann man doch schon goldene Hochzeit feiern. Ja. Haben uns ein erst, es sollte eigentlich ein Ferienhaus sein und später war es dann als unser erstes Kind, Paolo, geboren wurde und dann, weiß ich nicht, 5 oder 6 war langsam schulpflichtig, habe ich halt gefragt, du willst denn mal zur Schule gehen in Deutschland oder in Holland haben wir damals ja, Margarete Schreiner-Markers, die Ecke da, gut, da kommen wir gar nicht mehr drauf, heute ist auch besser so. Haben wir uns entschlossen, das als ersten Wohnsitz zu nehmen und die Kinder dann eben, also vom zweiten wussten wir noch nichts, aber wollten es schon, in Spanien zur Schule gehen zu lassen und hatten eben im Garten einen Pool und statt eines Ankers oder einer Seerose oder eines Kompass, was man da normalerweise immer mosaikmäßig reinbringt, ich gesagt, ey, wem habe ich es zu verdanken? Natürlich dem Zong. Und haben dann ein wunderschönes Mosaik, also richtig, richtig groß. Und hält heute noch. Wir haben neulich noch, haben wir uns Bilder angeguckt da im Netz. Ich kann sowas nicht, mein Sohn kann sowas alles. Und der ist immer noch da. Das heißt, da wohnt jetzt jemand anderes und der hat einen Zong in seinem Pool. Da wohnt jemand anderes, ein Österreicher. Aber der weiß noch, was das ist, der Zong? Oder? Der weiß das noch. Und so wie ich jetzt das Österreicher formuliert habe, wisst ihr, was das für ein Österreicher ist. Der hat irgendwann gesagt, so 24 Stunden Zeit, nehme ich das Haus oder nicht. Und wusste aber schon, dass wir die Kinder in Deutschland zur Schule angemeldet hatten. Mehr sage ich nicht dazu. Oder? Ja, es war nichts Kriminelles, ich will aber einfach nur wohl wissend, dass ich keine Zeit mehr habe, mir das lange zu überlegen, hat er mir einen Preis gegeben, wo ich sagte, ach du Scheiße. Ja. Aber egal, das ist jetzt auch so. Können wir auch, wenn ihr das schneiden wollt, können wir auch gerne schneiden, wenn ich so auch egal. Nee, wir wollen vor allem noch mal kurz über Geh aufs Ganze sprechen, weil die Sendung ja vor allem davon gelebt hat, wie du mit den Kandidaten agiert hast. Und es gibt das Gerücht, dass die Redaktion dir vor den Sendungen immer gesagt hat, da in Reihe 3 und da in Reihe 5 sitzen Leute, die würden in Frage kommen. Von denen haben wir einen guten Eindruck. Und du sie extra nicht rangenommen hast, richtig, sondern andere. Ja. Was waren denn deine Kriterien?
Na, wie Liebe auf den ersten Blick. Also ich hatte ja diese, was für mich das Schlimmste war, ja, also so eine Riesentreppe, die du eigentlich zelebrierend runterschreiten musst, wo du sagst, ja, wie furchtbar, wie peinlich ist das denn? Aber eben den Vorteil hatte, dass du denn schon rechts und links geguckt hast. Und dann, ja, das war wirklich, das war einfach intuitiv. Und wenn es denn falsch lag, das war ja das Schöne an der Sendung, dann konnte ich auch sagen, setz dich wieder hin, ich wollte dich gar nicht. Also einer, der einen Kaugummi im Mund hatte, einer, der die Hand in der Hosentasche hatte, der hatte schon verloren, bevor er angefangen hat. Bis ich dann auf den Herrn traf, der einen Holzarm hatte und den in der Tasche. Oh, und wie ging es da weiter? Einfach weitergemacht. Ich habe immer drauf gedrungen, es wird nicht geschnitten. Mhm. Und die Abmachung war, klar, bei Zeitüberschreitung wird geschnitten, ansonsten wirklich live on stage. Weil das halt wirklich die Momente, also wenn du geh aufs Ganze geschnitten hättest, dann wäre die Sendung aseptisch clean gewesen. Aber der Drive hätte gefehlt. Aber genau. Ja. Die Leute wissen am Ende nicht, warum sie Spaß dran haben, weil sie das gar nicht erkennen. Aber sie merken, dass sie Spaß haben. Und das macht es aus, ich stolpere, ich verspreche mich. Mhm. So, jetzt steht da einer nett anzusehen, ein älterer Herr, und ich sage zu dem, wenn du die Hand nicht aus der Hosentasche nimmst, ich zähle von 3 auf 0, kannst dich wieder hinsetzen. 3, 2, 1. So, jetzt werden mit der Situation fertig. Und wenn du damit aber dann ehrlich umgehst, dann verstehen die Leute das auch. Das Gleiche ist mir das erste Mal passiert, weiß ich noch, mit einem Rollstuhlfahrer. Das war deine erste Extremsituation, hast du eben oder, gesagt. Oder ja. Das war die erste Extremsituation. Ich stehe hier oben und gucke so runter und denke, ach, da unten von hinten, ja, so. Und sage, Sie da, kommen Sie schon mal vor. Und dann fährt der vor. So, ich weiß, was in den Toren ist, weiß das noch wie heute, also zumindest zwei, in einem war ein Motorrad, in dem anderen war ein Solarium. Und das dritte war, glaube ich, ja, irgendwie so eine Kreuzfahrt oder sowas. Mhm. So, und ich spiele mit ihm, habe mich irgendwann, ich meine, das musst du mir überlegen, ja, da stehst du auf dem Parkett, hast neben dir den Rollstuhl und jetzt haben wir erstmal einen Höhenunterschied, ne? Mhm. Stimmt. So, jetzt kannst du natürlich sagen, so, bitte kurz Unterbrechung, kurze Absprache, wie machen wir gleich weiter? Das ist aber scheiße. So, also auch, ich knie mich einfach hin, dann nimmst du den Arm, sagst so, Hans, darf ich mich hier nehmen? Dich genau, so, und spiel jetzt mit ihm und biete immer mehr Geld, immer mehr, weil ich nicht wollte, dass er das Tor nimmt, auf dem er am Ende geblieben war. Weiß jetzt nicht mehr, ob es das Solarium war oder das Motorrad, das ist ja eigentlich auch, ist ja auch unwichtig. Biete immer mehr Geld, bis der dann zu mir sagt, Jörg oder Herr Dräger, weiß ich jetzt nicht mehr, kannst du nicht mit mir spielen wie mit einem normalen Menschen? Natürlich krass. Ja, direkt vor der so Kamera wie ich und jetzt, vor Publikum. So wie ich jetzt gucke, weil es tut jetzt noch weh und ich kriege Gänsehaut, konnten die anderen ja, jetzt sieht es ja Gott sei Dank keiner. Aber wo ich sage, lass sie es sehen, dann hast du eine ganz andere Empathie für die Situation. Und das war, der war nachher, der hat dann die Sonnenbank gekriegt oder Motorrad, ich weiß es nicht mehr. Er war glücklich, ich war so. Und wenn dir das denn einmal passiert ist, weißt du natürlich beim nächsten Mal schon anders, damit umzugehen oder so. Ne? Aber ja. Aber wenn du sagst, du hast dir die Kandidaten auch alle selbst ausgesucht, hast du dir die dann wirklich nur sympathische, wo du sagst, die möchte ich auch gerne gewinnen lassen, oder hast du gesagt, den suche ich mir jetzt aus und der soll aber mal schön alles verzocken? Am Anfang haben wir das gemacht, so wie ihr das wahrscheinlich mit euren Freundinnen, wenn ihr so die gerade frisch kennengelernt habt. Blumen über Blumen, schenken und zu allem Ja sagen. Mhm. Das heißt, wir haben alle gewinnen lassen, wie es nur geht. Dann wurde es langweilig, es wurde teuer, es war eigentlich ja furchtbar. So, und irgendwann kam dann das raus, was die Sendung halt wirklich richtig ausgemacht hat, das war Häme. Mhm. Und je hämer, desto besser. So, und das, dann hattest du aber auf der anderen Seite eben, also es gab, es gab die Kategorie derer, die gekommen sind, der Träger, du Arschloch, ich mach dich heute alle. Mhm. Geile Typen, weil da kannst du wirklich beinhart zocken und keiner ist hinterher sauer, außer ich, wenn ich wirklich verliere. So, dann gibt es halt die, wo du einfach sagst, die machen ein tolles Spiel, ob Männlein oder Weiblein, und die haben Spaß am Spiel und. Und dann gibt es halt, also eine Dame, reifen Alters,
während ich mit ihr spreche, ich habe ja meistens immer erst ein bisschen mit denen gesprochen, wer kommst du, bist du und wann hast du wohl das letzte Mal oder keine Ahnung, je nachdem, mhm. Alter ist angemessen, wie man mit Menschen umgeht. Und dann hast du ein erstes Bild. So, und dann sagte diese Dame, wie viele, viele, viele Menschen hinterher denn auch ähnlich, ja, sie hat ja noch nie was gewonnen, sie hat immer Pech und dann merkst du schon, ob das irgendwie so einfach so ätzig ist nach dem Motto, ich will aber heute gewinnen oder so, oder ob das ehrlich ist. Nein, und die Silberhochzeit nicht und die goldene Hochzeit nicht und damals kein Urlaub und dann kein Urlaub und so. Und dann konntest du einfach sagen, okay, Elfriede, sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 10. 5. Richtig. So, und dann hat sie Mallorca gekriegt, ein langes Wochenende. Einfach so. Einfach so. Weil du sagst, sie ist mir jetzt sympathisch. Ja, ja. Und danach hast du sie wieder eingeholt. Weil toll war halt auch, wenn mal wieder meinen Willen mehr rausgegangen ist, als eigentlich sollte. Also statt eines Autos vielleicht sogar zwei. Was die Sendung zwar vertrug, aber natürlich meinem Gambler-Image geschadet hat. Dann konntest du halt wirklich sagen für die nächste Sendung, ihr Leute, habt ihr gestern gesehen, eine Reise, ein Motorrad, zwei Autos. Heute gar nichts. Heute geht nichts raus. Heute mache ich sie alle. Ja, gut, dann hast und du direkt hat meistens wieder funktioniert. Ja. Und das war die Spannung darin und ich konnte wirklich, die Ansage war auch, da wo ich bin, ist die Kamera. Deswegen sah ich teilweise wahrscheinlich schlimmer aus, als es hätte sein müssen. Aufgebläht oder keine Ahnung. Aber das geht nicht, weil ich immer, da konnte sich kein Kameramann darauf einstellen, wohin ich laufe, in welchem Winkel, in welchem Abstand und. Als Zuschauer hatte man ja den Eindruck, in diesem Anzug hört es niemals auf mit Geldscheinen. Wie viel Geld war pro Sendung? 5.000 so, Pi mal Daumen. Und die wurden vorher schön gebügelt? Die wurden jeden Abend die wurden jeden Abend gebügelt, weil nicht jeden Tag zur Bank und lagen dann beim Produzenten im Tresor. Ja. Und es gab ja zu dem Zeitpunkt sehr viele Briefe. Damals hat man ja noch Briefe geschrieben, die dann auch bei Sat.1 ankamen. Weißt du nicht, wohin die Frage ausläuft? Ich glaube schon, dass du weißt, ich glaube, weiß ich noch nicht. Da war so ein spezieller Brief dabei, da war ein Flugticket. Der Brief war von Mutter und Tochter und es gab wohl auch ein Flugticket nach Nizza. Ja, es waren halt andere Zeiten, muss man ja auch dazu sagen. Und man muss sehen, auch Männer werden manchmal Opfer. Ja, wollen wir ja nicht. Ja, aber ich sag mal, das passiert all denen auch, die im Rampenlicht stehen, dass sie Angebote bekommen, wo sich der das Angebot macht, was auch immer erhofft. Bis heute würde ich eher bei solcher Situation an eine Erpressung glauben und auf sowas nicht einsteigen. Und damals hat man es einfach nicht gemacht oder weiß ich gar nicht mehr, ob ich dahin gefahren bin. Ich glaube, Nizza war es, ne? Was haben die sich denn erhofft, Mutter und Tochter? Also in diesem Internet kann man nachlesen, dass du wohl da warst. Ich war wohl da, habe aber gekniffen. Genau. Ja, stimmt. Also ich musste jetzt wirklich kurz überlegen, aber da ich eben es nicht ausgenutzt habe, habe ich es halt auch vergessen. Aber wie muss man sich das denn vorstellen? Also man fliegt dann dahin, ja, schon mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ja, ich wusste ja, wer es ist. Ach so. Ja, das kommt hinzu. So, und diese, weil du sie kanntest oder weil die Fotos da? Nein, weil die zigmal in der Sendung war. Ah, okay. Aber keine Stalkerin. Eine Stalkerin gab es auch mal, aber das war keine Stalkerin, sondern war wirklich einfach, ja, also auch keine, die sich jetzt irgendwie, ich sag mal, irgendwie groß angebiedert hätte. Es war halt einfach auffällig, dass sie fast immer da saß, wo sie sonst denn saß, wenn sie da war und hat dann immer gewunken, es war nett und wenn man rausging, hat man auch mal kurz geplaudert, aber wirklich kein Tätscheln, nichts Anzügliches, also wirklich einfach eine Frau, wo du wirklich sagst, ey, tolle Frau, wirklich nicht mehr. So, und dann kommt halt so ein Brief. Und warum sie jetzt zu zweiter auftreten wollte, weil das hätte sie gar nicht nötig gehabt, weiß ich nicht. Aber so, und jetzt kriegst du ein Ticket und alles bezahlt nach Nizza. Ja. Ja, sagst du, klar. So, und dann, ich weiß jetzt, ich bin geflogen, bin dann aber eben auch auf eigene Kosten in ein anderes Hotel und das war's dann auch. Woher kommt eigentlich die Affinität zum Zocken? Ich habe immer schon gerne gespielt. Aber wirklich eher so, ich sag mal so, die hausgemachten, so die Brettspiele. Also mein Lieblingsspiel ist Domino. Backgammon, was meine Frau leider besser spielt als ich. Und deswegen gehört es nicht mehr zu meinen Lieblingsspielen. Ah, kann ja jemand nicht verlieren. Ja. Domino und Würfeln bin ich geradezu unschlagbar. Aber auch Brettspiele außer Monopoly. Also Monopoly ist für mich das schlimmste Brettspiel, weil es ist einfach nur langweilig.
Ja? Ja. Du ziehst dir die Parkstraße rein und ich habe dann hinterher vielleicht noch hier, weiß ich nicht, noch ein Wasserwerk und ja. Es sei denn, man spielt es um echtes Geld. Dann also Geldsocken ist keine, so ein Casino ja, oder also so? Also es muss immer ein Einsatz dabei sein. Also ah, das spiele, schon, auch bei Brettspielen? Ja, ich spiele nie ohne Einsatz, aber immer okay. Gemessen an dem, was der oder die Gegenüber an Möglichkeiten hat. Also das kann ein Cent sein, beim Domino sage ich mal, am Ende ist immer, wer noch Punkte auf der Hand hat, hat verloren. Und jeder Punkt, kannst du dann sagen, ist entweder ein Cent, 10 Cent oder ein Euro, je nachdem. Aber es kann auch im Urlaub sein, weiß ich nicht, wer geht einkaufen oder sowas. Aber es muss immer was, ja, weil sonst spielst du und zockst du und hast ja nichts zu verlieren. Das ist blöde. Wir müssen noch über eine andere Sendung sprechen. Die beschäftigt mich tatsächlich, ich habe das damals gesehen und seitdem beschäftigt mich das. 97 war dann der Wechsel zur RTL. Von Sat.1 gehe aufs Ganze zur RTL Mysteries. Ein Magazin mit übersinnlichen Phänomenen. Es gab eine spezielle Ausgabe, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, mit Medium Paul Meek. Ja, aus London. Aus London. Sensationell, der Typ. Der stand da im Studio und hat angeblich über jeden im Publikum irgendwas ganz Privates erzählt und hatte Kontakt zu irgendwelchen verstorbenen Menschen. Unglaublich. Das muss doch fake gewesen sein. Also, was ich nachvollziehen kann, wirklich definitiv nicht. Ich habe ja dann nochmal irgendwann für RTL 2 diese Hypnose-Show gemacht. Ja, auch nicht, ich weiß auch nicht, ich habe eigentlich nur blöde Sendungen gemacht, oder? Fällt mir langsam auf. Nee, blöd aber, jetzt nicht. Aber wobei das auch nicht an dem Hypnotiseur lag, weil immer, wenn solche Sachen waren, habe ich gesagt, ich bin erstmal das Versuchskaninchen. So, und bei dem Paul Meek war wirklich, wir haben alle abgeschottet. Ich weiß das noch wie heute. Es wurde ja, wir hatten die Redaktion ja in das war ja schon die Geschichte mit Live in Camera, wo wir in Holland die Redaktionsräume hatten und aufgezeichnet wurde in Köln. So, und haben alle wirklich ganz gezielt voneinander getrennt. Ich weiß es bis heute. Natürlich kannst du sagen, der macht also dieses Ausschlussverfahren. Ne? Ich spüre und dann melden sich nur noch 30, weil die spüren was. Die anderen haben schon abgeschaltet und irgendwann spüren nur noch zwei was. Und in dem Fall war das ja, glaube ich, ging es um ein Mädchen und einen Freund, der irgendwie mit dem Motorrad in Barcelona tödlich verunglückt ist. Genau. Das war nur eine Geschichte. Das war nur eine Geschichte, aber das war die, wo ich wirklich zur Salzsäule erstarrt bin, weil das Entscheidende war ja, also gut, ich sag mal jetzt, die weg, da kannst du immer noch sagen, das ist Ausschlussverfahren. Ne? So, und jetzt bleiben ein paar übrig. Und jetzt nähert er sich diesem Mädchen immer mehr und redet von einem Hund. Worauf das Mädchen aber überhaupt nicht anspringt, weil für die war der Hund überhaupt nicht präsent. Und die Lösung war aber, dass entweder der Vater des verstorbenen Jungen, also ich krieg's nicht mehr wirklich richtig zusammen, aber plötzlich sagt sie, ja klar, das war der Hund meines, weiß ich jetzt nicht. Stimmt, das war der Mann, ja. Oder der Mann genau, war das, ne? Genau. Wo ich gedacht, ich sag, das kann nicht wahr sein. Ich meine, die Frage dahinter ist ja auch so ein bisschen, gerade zu der Zeit hat man da nicht vielleicht auch hier und da mal ein bisschen getrickst und Sachen anders dargestellt, damit es halt irgendwie sensationslüsterner wirkt. Also ich würde jetzt nicht ausschließen wollen, dass man mich auch hintergangen hat. Ja. Aber ich habe ja so zwei oder drei Formate gemacht, die in diese Mystic River Richtung gehen. Ja. Wie gesagt, bis hin zu Selbstversuchen, wo der Hypnotiseur dann gesagt hat, nachdem er glaubte, mich in ein Leben von Friedrich dem Großen versetzt zu haben und ich dann gesagt habe, das war's und wir das dann nicht gemacht haben. Also das würde ich wirklich nie machen und hätte das nie gemacht, weil ich sage, das geht einfach nicht. Das ist eine Trickserei, das geht nicht. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, weil ich ja nun auch nicht immer eine Stunde vorher erst ins Studio gekommen bin, sondern in der Vorbereitung dabei war, in allen Absprachen, bei allen Besprechungen dabei war. Die sind getrennt. Wir haben die Sendung vorbereitet in Pfalz, in Holland. Und die Gäste sind untergebracht worden, isoliert untergebracht worden. Die konnten noch nicht mal miteinander reden teilweise. Paul Meek war ganz bei uns in Holland. Also alles, was nur möglich ist. Also der Typ ist scheinbar ein Medium. Ist ein Medium. Also wenn du denn daneben stehst, ne, ist das auch noch eine völlig andere Erfahrung, als wenn du es auf dem Schirm siehst. Weil plötzlich strahlt der Typ etwas aus, wo du an dir selbst ehrlich denkst, das ist unglaublich. Und ich sehe jetzt wirklich, das ist jetzt 20 Jahre her oder noch mehr. Ne? Ich sehe dieses Mädchen noch, die auch wirklich völlig, ja,
Also die hätte so Schauspieler müssen, dass sie heute, weiß ich nicht, eine der Größten wäre. Die war selbst so fertig, die sagt, nein, ist nicht, da ist kein Hund, ist kein Hund. Und plötzlich kommt die Erinnerung an den Hund, der jetzt eben nicht ihrer war, sondern, ich weiß nicht, aber eine wesentliche Rolle bei dieser ganzen Geschichte spielte. Das war unglaublich. Dass da vielleicht, ja klar, ich meine, wenn wir jetzt hier so locker sitzen und die Erinnerung verblasst, sage ich auch. Also das haben halt auch viele Leute einen Hund. Ne? Kann irgendjemand. Naja, klar. Ja. Im Umkreis gewesen sein. Ja, ja. Aber die Sendung und der Ausflug zur RTL, weiß nicht, würdest du es selber als Flop bezeichnen, diesen Wechsel? Weil die Sendung hatte ja nicht so gute Quoten. Warst du meinem diplomatischen Dienst? Würdest du? Ich weiß gar nicht, warum die nicht, weil ich fand sie eigentlich gar nicht schlecht, muss ich jetzt mal ausnahmsweise sagen. Weil das war ja auch die Sendung, wo wir Scharlatanen auch auf die Finger geguckt haben. Wo ich zum Beispiel dann oder meine Frau abgehackte Hühnerfüße und sowas vor der Tür hatte mit dem Hinweis, dass das jetzt ein Voodoo-Zauber ist und dem meine Frau, die damals schwanger war, also das ging wirklich richtig tief. Ich weiß noch, wir haben einen Beitrag über Herbalife gemacht, wo ich als potenzieller Kunde auf Herbalife eingegangen bin, wir uns in einem Hotel in Köln verabredet haben, das aber vorbereitet war mit Kamera und Ton und mich habe einfach verführen lassen, in diesem Schneeballsystem mitzumachen. Also Herbalife war ein Betrugssystem mit so einem Schneeball? Ja, okay. dieses typische, ne, den letzten trifft es. Also, das kennt ihr Gott sei Dank nicht mehr. Ne? Ja. Also typisches Schneeballsystem, du musst einkaufen. Wie Tupperware, ja auch. Genau. Nicht, dass genau. Die jetzt irgendwie so. Und Scharlatane irgendwann, sind. Aber. Irgendeiner hat es daher alles im Keller, hat alles ausgegeben und wird das nicht mehr los. Ja. Völlig unabhängig davon, ob dieses Zeug überhaupt jemals nahrhaft war oder sogar irgendwie geholfen hat oder so. Ne? Mhm. Also das war für mich eigentlich wirklich eine richtig geile Sendung. Warst du damals dankbar, als Kabel 1 angerufen hat? Und ja. Hat, du, wir haben gehört, du hast gerade ein bisschen Zeit. Ja, weil das war ja in einem Alter und in einem Saft, wo man sagt, hey Mann, jetzt geht's erst richtig los. Ja. Und dann läufst du durch die Gegend und alle dann, ist immer hier, Jörg, Herr Dreger, lange nicht mehr gesehen, machen Sie nichts mehr? Und als es dann sozusagen die zweite Generation von Geh aufs Ganze gab oder den zweiten Aufschwung, gab es irgendwann, da gab es schon die Sendung TV Total mit Stefan Raab, den Umschlag-Gate. Ja. Er hat aufgedeckt. Er hat es nicht aufgedeckt. Mit welchen Tricks gearbeitet wird bei Geofskanz. Mit runden und eckigen Briefen. Wir haben ihn in dem Glauben gelassen, dass er es aufgedeckt hätte. Okay. Er hat es nie aufgedeckt, weil das war wirklich, das war in jeder Sendung anders. Aber wie konntest du denn die Umschläge unterscheiden? Also für dich musste es ja irgendwelche Hinweise geben, weil die sind ja teilweise auch durcheinander geworfen worden, dass du weißt, okay, da ist der Song drin und da ist jetzt irgendwie das Auto drin. Naja, ich sag mal, wenn du, weiß ich jetzt nicht, also... Ich kann es dir echt nicht sagen, das ist, ja, ich stelle mir immer so einen Barkeeper vor, der 10 Jahre an der Hotelbar arbeitet. Hinter sich hat er in den Regalen 176 Flaschen. Wenn du jetzt sagst, ich will, weiß ich nicht, einen Gin haben oder einen Grum, guckt er da auch nicht zurück auf die Regalwand, sondern greift nach hinten und findet die Flasche immer. Also man kriegt den Blick irgendwann dafür. Es gab keine Zeichen, ich habe keine Kringel gemacht, ich habe die Dinger nicht geknickt. Und vor allen Dingen auch mit der Sicherheit. Und dann lässt es sich ja auch viel leichter spielen, wenn du jetzt unter dem Druck stehen würdest. Wenn das jetzt der Falsche ist, bricht das ganze System zusammen. Dann hätte ich wahrscheinlich Probleme gehabt. Mhm. Aber es war ja letztendlich fast egal. Weil wenn ich dir den Falschen nicht gegeben hätte oder dir den Falschen gegeben hätte, war egal, weil irgendwie wäre ich aus der Nummer auch wieder rausgekommen. Weil die Möglichkeit hatte ich ja immer. Und wenn es Geld war oder vor dir niederknien mit einer Rose in der Hand oder was, das funktioniert ja heute noch. Später hast du es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Das weiß ich gar nicht. Nein? Womit? 9 Live, die längste Sendung, Quiz-Sendung der Welt. Ja. Immer noch amtierend. Immer noch im Guinness-Buch. Ich wollte schon fragen, ob ihr nichts anderes gefunden habt als nur misslungene Sendungen. Erkenne jetzt aber gerade, das liegt ja nicht an euch. dann auch noch 9 Live obendrauf. Das muss ja an mir liegen. Ja. Naja, bei 9 Live, da warst du ja das Aushängeschild.
Also, ja, war insofern so viele Sendungen, wie du dort gemacht hast? Ja, ich war ja schon auf Teneriffa. Ja. Flog freitags ein und sonntags wieder zurück. Konnte zwei Welten bedienen. Moped und Strohhut, nackter Oberkörper Teneriffa. Und leichter, flockiger Anzug und in Dings und gut bezahlt und im schönen Hotel gewohnt. Geil. So, und unter der Bedingung von vornherein, Wolters hat das ja gemacht, der jetzt hier deutsch Geschäftsführer ist für Endemol Deutschland in Köln. Mhm. Unter der Bedingung, ich muss nie spielen und nie irgendwelche Anrufe und alles diese betrügerischen Geschichten da machen. Ja. Und dann haben wir uns über, ich weiß nicht, so einmal das Format so und einmal so. Also eigentlich lief das aber ganz gut für 9 Live. Jetzt abgesehen von dieser Mammutsendung da, mhm, war das toll, weil die mussten wohl auch aus Lizenzgründen mal eine Sendung machen, die relativ ehrlich ist und den Anschein von richtiger, netter Unterhaltung hat. Mhm. Und das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil was 9 Live brillant drauf hatte, wie nie ein anderer Sender, ist das, was die zu leisten imstande waren mit ihrer, mit ihren Kameraleuten, mit ihrer Backstage, was die gebastelt haben, was die gebaut haben. Während du hier noch gespielt hast, haben die da schon ein neues Pult gebaut. Haben die da, das war wirklich unglaublich, unglaublich, die Jungs. Ja klar, weil ständig im Live-Betrieb, ne? Mhm. Das war wirklich sensationell. Und das hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Und irgendwann sagte dann Wolters immer, dieses dauernde Hin- und Herfliegen da, das ist für dich ja auch ätzend. Wir machen das einfach so, wir zeichnen das mal auf. Gesagt, ey, das finde ich aber echt geil. So, und dann passierte es halt, dann lief alle gegen Dräger oder wie immer wir damals hießen, lief dann 3-4 Minuten und dann kam eine Kollegin oder ein Kollege und sagte so, wir spielen jetzt mal was anderes. Ergänzen Sie sinngemäß, viele Hunde sind des Hasen Tü. Und dann wurde gespielt und Jörg kommt gleich wieder. Und Jörg kam nach einer Stunde nicht, Jörg kam nach 2 Stunden nicht, also Jörg kam erst Stunde am nächsten Tag und sowas. Also es waren immer nur so 5 Minuten Versatzstücke. Hm. Das, was du vorher nicht wusstest. Was ich vorher nicht wusste. So geplant. So, aber war insofern nicht so schlimm, weil ich dann mit Wolter darüber gesprochen hatte und sagte, du, okay, sehe ich ein, aber ich musste hier der Not gehorchen oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Also die haben keinen Aufstand gemacht, wir haben uns die Hand gegeben und dann gegangen. War das eigentlich ein Problem für 9 Live zu arbeiten? Also so vom Gefühl? Nö. Weil die hatten ja nicht unbedingt das beste Image. Nö, gibt's Schlimmeres, Family TV, wenn ihr darauf auch noch kommen solltet. Da lief alle die hatten mich gerade wieder angefragt, ob ich so weiter komme. Die erste Staffel, es gab ja eine Staffel bei Family TV, das ist ein Online-Fernsehsender mehr oder weniger, die werden jetzt gerade wiederholt. Ja, ab heute übrigens. Jetzt ach, ab heute schon. Ach, deswegen ja, sollte ich kommen, ja. Ja. Würdest du es nochmal machen? Nein. Definitiv nicht. Also ich will jetzt nicht, ihr wisst wahrscheinlich auch mehr, was da im Augenblick, ja, so Insolvenz verschleppt oder nicht oder überhaupt, keine Ahnung, aber da läuft eine ganze Menge. Ich habe persönlich nie was von ihm ertragen müssen. Ich habe immer mein Geld gekriegt, er hat sich immer an alle Absprachen gehalten. Wir haben dafür, dass die keine Möglichkeiten hatten, also am Anfang mussten wir immer drunter schreiben, dafür, dass wir kein Geld haben. Dafür sieht es ja noch ganz gut aus. Und wir haben irgendwann den Punkt erreicht, dass wir das nicht mehr drunter schreiben mussten. Also die eine oder andere von diesen Sendungen, sage ich mal, die würde heute auch mit etwas ein bisschen mehr Aufwand jedem Sender gut stehen. Weil das wirklich mit relativ wenig Aufwand, wir haben zum Beispiel Freund und Kollege, der mich auch bei Geh aufs Ganze begleitet hat. Wir haben ein wunderschönes System gehabt, wo wir von vornherein gesagt haben, wir wollen 4.000 Euro haben pro Sendung und können euch aber versprechen, es gehen maximal 800 raus, aber wenn es erlaubt, können wir auch 4.000. Mhm. Also ich spiele mit dir. Du gewinnst 4.000, du gewinnst 3.000, der nächste und 2.000. So haben wir gesagt, so alle, die jetzt gewonnen haben, spielen jetzt noch mal gegeneinander. Mhm. Genau. Gewinnt nur einer. Und der dann verliert, gibt das Geld zurück an die Bank. Ja. Das heißt, am Ende spielen wir beide. Worst case, wir spielen um 4.000. Klar, mhm, ist auch oft genug passiert. Aber jetzt musst du ja erstmal noch gegen mich antreten. Ja. Hoch oder tief, Würfel mit gedeckten Dings. Und zwischendurch, selbst wenn du jetzt denkst, oh scheiße, 1-1, ja, schaffe ich, dann sage ich dir, pass auf, nimm. Komm, 700, 800, komm. Nee, komm, ich gebe dir und wir lassen 1.500 und du lässt alles stehen. So, und das muss also keine teure Sendung sein. Nee, überhaupt nicht. Wir haben
Wir haben eine Deckenkamera gehabt, also einen Kran, mhm. den du ja brauchst, wenn du das Bild auf die Karten oder auf die Würfel setzen willst. Der war an einem mit zwei Besenstielen zusammengeschraubt und oben die Kamera. Jetzt ließ sich aber am Anfang, später wurde es ein bisschen besser. Aber wir hatten wirklich nichts. Gott sei Dank ein Studio der evangelischen Kirche in Düsseldorf, die da, weiß ich nicht, hier Bibel-TV oder sowas gemacht mhm. haben. Das konnten wir nutzen. Das war ganz toll. Jetzt konntest du aber, wenn du das fotografiert hast, diesen Besenstiel nicht trennen von dem, der ihn hält. Also haben wir gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Der kriegt jetzt so eine schwarze Kutte an, wie der Mönch aus im Namen der Rose. Und läuft unauffällig. Und läuft unauffällig. Möglichst unauffällig. So gespenstisch, so gespenstisch. Aber es war halt Werkstatt. Ja. So, und irgendwann hatte wieder einer Idee und noch eine Idee und noch eine Idee. Irgendwann hatten wir eine Band drin, die jetzt ganz groß rausgekommen ist, hier aber wahrscheinlich nicht wegen uns damals, hier aus Berlin, Staubkind. Und. Also das war nachher eine Sendung, wo ich wirklich gesagt habe, scheiße, dass der jetzt wirklich nicht mehr kann und nicht mehr geht. Und dann gab es halt auch, so langsam gab es Gerüchte, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder ich weiß das alles nicht, aber es ging in so eine Richtung, wo du sagst, nee, musst du dir nicht antun. Aber das Format selbst, dass er uns da hat stemmen lassen, weil ich habe ja alle wieder rangeholt, meinen besten Freund und Producer von Geh aufs Ganze und Simone Derricks. Die damals, weiß ich nicht, 22 war, jetzt ist sie 45 und ist Model und macht hier da diesen, wie heißt dieser Verkaufssender, nee, H&M nicht. QVC. Ja, einen von den beiden großen da. Ganz tolle Frau geworden. Und die jetzt als Assistentin zu haben, als Frau und nicht mehr als Mädchen, wirklich, war ich total verliebt in die Sendung. Die würde ich sofort machen wieder. Es ist ja eine ähnliche. Von der Variante ähnlich wie Geh aufs Ganze gewesen. Aber was ist denn mit Geh aufs Ganze? Also es gibt überall diese ganzen Revivals. Der Preis ist heiß, ist wieder da. Glücksrad, Ruckzuck, ja, Jeopardy. Keine Ahnung. Da hättest du nochmal Lust? Im Prinzip ja, weil ich mach das ja so Open Air sehr viel. Ne? Bei irgendwelchen Galas, jetzt in Weihnachten in Hamburg, in Köln, in Dings, wo ich ja manchmal auch immer denke, dann war ich hier in diese große 90er-Show. 30.000 Leute auf dem Campus in Oberhausen. Ne? Alle 90er-Musiker waren da. Und irgendwann fragst du dich, ey, was soll ich denn da? Weil Let's Dance war ja schon gelaufen, also da hätte ich nicht punkten können. Ne? Singen noch ein bisschen besser. Und die Anfrage war eben, ob ich da halt spiele. Ne? Wie man halt. Und ich weiß noch, als wir dann in Oberhausen am Tag vorher angereist kamen, alles war abgesprochen, der Veranstalter selbst plötzlich neben mir sitzt, sagt er, sag mal, ich weiß gar nicht, warum wir das machen. Du kriegst das Geld sowieso, aber wir lassen es. Ne? Geile Motivation. Ist super. Ja, super. Dann das haben wir uns gesagt, weißt du was, wir machen das irgendwie, wir machen das mal so als Standby. So, und irgendwann wurde aus dem Standby gesagt, komm, jetzt scheißegal, wir versuchen das, weil wir machen es im nächsten Jahr, machen wir es an 10 oder 12 verschiedenen Orten. Wir versuchen das jetzt mal. Aber bitte nicht länger als 10 Minuten. Mhm. So. Also wirklich Muffe, 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 Muffe. Zwei sensationelle DJs und wie gesagt, 30.000 Leute Open Air Campus in Oberhausen. So. Und die fahren ab, es hat geregnet, es hat nicht einer den Platz verlassen. Die haben geschrien, hier Präsident war da, hier die Dings hier, der auch mit mir dabei Let's Dance war. Wie heißt die Gruppe? Irgendeine Boygroup. According to the Act. Genau, ah, ja. Die waren da und Mädels aus USA und überall her. Also wirklich, wirklich, wirklich tolle Namen und so. Und jetzt denkst du so irgendwann so, jetzt bin ich gleich dran. Jetzt unterbricht mal diesen Musik-Act, ja. Die sind wegen denen gekommen. So, dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt auch nicht, ich gehe jetzt irgendwie raus und hol vielleicht ein und keine Ahnung, kauf mich frei, wirklich völlig, völlig daneben. Dann war noch von der Bühne aus eine lange Zunge in das Publikum rein. Und ich dachte, gut, jetzt am Bühnenrand stehen bleiben und die Zunge nicht nehmen, ist noch beschissener. Also geh wenigstens bis nach vorne. So, und ich komme raus. Und aus welchem Grund auch immer, geht plötzlich aus allen Kehlen, also gefühlt 30.000, vielleicht waren es auch nur 2.000,
Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Das war so geil, weil das mit den Haaren ist ja eine Geschichte, die läuft mir ja hinterher, seit ich Haare habe und habe sehr früh Haare gehabt. Selbst in der Sendung kamen die Leute manchmal und sagten, darf ich mal ziehen? Weil die alle nicht glauben, dass die Haare echt sind. Ne? Sieht so, echt aus. Ja, also sie sind getönt. Das ist ja, wäre auch unwahrscheinlich mit in meinem Alter, dass sie nicht. Ne? So, aber sie sind voll und sie sind Dings und das läuft mir schon hinterher und wahrscheinlich, das war auch natürlich auch Thema bei Let's Dance. Das ist eigentlich immer irgendwann mal Thema in jedem Interview. Ihr hättet vielleicht auch noch gefragt heute. Nee. Ach, das nicht. Das nicht. So, und jetzt singen die. So, und dann bist du in einer Stimmung. So, und dann fällt dir plötzlich auch alles ein, dann fiel mir, weiß ich nicht, das und das. Und es war dann über eine halbe Stunde, ne? Geil. Und wir haben da gezockt da oben, das war so geil und die haben mitgemacht, die Leute. Das war wirklich richtig toll. Also will damit sagen, es funktioniert. Gehe aufs Ganze mit in der Großartigkeit, wie es mal war. Also bühnentechnisch und so würde ich nicht mehr machen wollen. Das zahlt auch keiner. Und wenn, musst du es richtig machen, mit großen Toren und. Das würde auch keiner mehr machen. Aber dieses, was wir da bei Dings gemacht haben, bei Neuen Live, das ließe sich sofort adaptieren, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, warum. Warum ließe sich das Original nicht mehr machen? Also bei der Preis des Heiß zum Beispiel ist ja auch ein großes Studio jetzt wieder. Das Ganze ist ein Vielfaches teurer vom Aufwand her. Ja, okay. Also wir waren feste Kollegen, ja, 70 ohne die Feinen. Das bedarf eines Aufwands, also jetzt gar nicht, sage ich mal, das Redaktionelle war nicht so schwer hinzukriegen, aber der ganze Aufwand, der logistische vor allen Dingen und das war wirklich Wahnsinn. Also Wahnsinn. Damit sind die Bühnenumbauten gemeint oder die Anschaffung der Preise oder sowas. Ja, und auch die Preise Standby zu haben. Wir haben ja Lagergehallen gehabt ohne Ende, da musste nicht mehr hin und her gefahren werden. Da standen die Autos drin, da stand das drin, die wurden jeden Tag gewaschen, die Scheine wurden gebügelt und. Ich meine, theoretisch, der Preis ist heiß. Lässt sich auch im Radio spielen. Braucht übrigens. Ja auch Preise. Die sind ja auch irgendwo gelagert. Also wenn jetzt RTL Plus sagen würde, ach, wir machen da jetzt irgendwie eine Woche, der Preis ist heiß und dann bauen wir das Studio um und dann machen wir mit ähnlichem Equipment vielleicht und mit dem gleichen Personal also, nochmal geh aufs Ganze. Also ich sage mal, mit großem Studio und mindestens 150 Zuschauer, mindestens, lieber gerne 300. Ja, aber sehe ich nicht. Ja. Und unter 150 geht gar nichts, weil wenn du 20 oder 30 Zuschauer hast im Rücken, gucke ich anders aus dem Fernseher raus, als wenn ich 300 im Rücken habe. Und das vergessen die Leute immer. Klar. Es sei denn, du bist, weiß ich nicht, so wie Frederik zum Beispiel. Frederik ist ja auch fast geborener oder ist geborener Schauspieler. Das kann ich nicht. Ich bin abhängig von dem, was hinter mir passiert. Und wenn du dann, was ich ja nun auch schon hatte, wenn du dann, weiß ich nicht, 20 oder 30 Zuschauer hast, und die müssen sich dann zweimal umziehen, weil man 5 Aufzeichnungen macht und werden dann versetzt hingesetzt, damit es nicht auffällt. Und die hören sich dann das 4-mal oder 5-mal an, was du da machst. Das ist, das tut weh. Für alle hart. Auch für die sich anhören müssen. Und ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch nicht, weil ich weiß gar nicht, warum nicht. Also ich habe weder Glücksrad jetzt gesehen oder auch noch nichts irgendwie mal nachgelesen, quotenmäßig, ob das läuft oder... Naja, wir gehen von... lauten Gameshow-Studios in die Stille Spaniens 2016. Eines der besten Formate der letzten Jahre. Welches? Finden wir zumindest. Ja, Good Old Guys on Tour. Ach so. Mit Björn Hergenschimpf, Frederik Meissner und Harry Weinfurt bist du den Jakobsweg gegangen. Ja. Warum hast du das gemacht? Also, oder was war die Grundidee der Show? Wie ist die entstanden? Na, die Grundidee, also ich bin ja Jakobswegläufer, bin jetzt 11. Mal gelaufen, also 12. Mal jetzt dieses Jahr. Und habe mit der Kollegin, ja, Managerin, aber das hört sich immer so gewaltig an, aber ein bisschen gemanagt werden musst du, sonst redst du halt, also es wäre auch besser, wenn sie heute dabei wäre, dann würde sie wahrscheinlich kontrollieren, was ich sage. Gisela heißt sie. Mit der Gisela haben wir dann angefangen, was alle Jakobswegläufer machen, irgendwann mal zu schreiben, ein Buch zu schreiben. Sind wir immer noch bei, weil wir dann natürlich von den 1798 Büchern, die bisher geschrieben wurden, die einzigen sind, die
In diesen Slot sind wir heute sogar reingerutscht. Ne? Normalerweise schreibt ihr heute an diesem Tag immer um diese Zeit am Buch. Ne? Dienstag ist unser Redaktionstag. Genau. Ja. Das ist heute mal Schreibpause. Ja. Ja, stimmt. So, weil ich einfach sage, der Einzige, der wirklich weiß, was auf diesem Weg sich zwischen Schuld und Sühne abspielt, das weiß ich. Da wird beschissen ohne Ende. Die Pilger bescheißen sich gegenseitig. Die Anrainer, Gastronomen, was ich, bescheißen die Pilger. Und alle wollen halt nur diese Stempel haben und glauben, damit sind die Sünden vergeben. Die Kirche bescheißt mit. Also es ist, aber gut, es ist natürlich auch ein Teil dabei. Und das muss jeder mit sich selbst ausmachen, warum er ihn läuft. Jetzt hast du das mit einem Fernsehteam gemacht und mit drei Kollegen, mit Björn Hergen-Schimpf, mit Friederik Meissner und mit Harry Weinfort. Und ihr wart da diese Tour unterwegs. Das war ja hin und wieder nicht wirklich spirituell. Also gerade zwischen dir und Harry Weinfort gab es ja häufiger mal Beef, um dieses Wort wieder zu verwenden. Ich würde nämlich auf dieses Thema noch eine Minute hinführen, mich da erstmal noch ein bisschen warm reden. Also Gisela und ich schrieben und schreiben an diesem Buch, wo wir einfach sagen, wir wollen ein bisschen mehr oder der Wahrheit ein bisschen näher kommen, als sie eben glorifizierend in allen Büchern, die über den Jakobsweg geschrieben werden, immer nur andächtig, immer nur andächtig. Und das ist es in der Tat nicht. Und ich kannte von damals noch, weil er ja mal mein Unterhaltungschef war, den Kai Blasberg, den Chef von Tele5. So, und wir trafen uns nicht mit Kai, sondern mit seinen Abgeordneten in Ismaning, in München, wo sich immer alle treffen, wenn es um Fernsehen geht. Und irgendwann beim Essen frug er dann der Mensch, was macht ihr denn sonst hier, Jörg, Gisela und so, naja, das und jenes und ja, Jakobsweg, wie? Jakobsweg, ihr schreibt ein Buch? Muss Kai wissen. Haben uns verabschiedet, irgendwann morgens um 3, Hacke voll, die Kollegin und mein Freund Jo, der auch mein Producer war, immer bei Geh aufs Ganze, Domino gespielt. Und er oder sie gucken aufs Handy und sagen, bitte ganz dringend Videobotschaft an Kai wegen Jakobsweg. Ins Bett gegangen, 7 Uhr vor Unruhe aufgestanden, alle drei waren wie fast gleichzeitig wach, verabreden uns, wir gehen draußen auf den Hof, frische Luft und machen eine Videobotschaft für Kai Blasberg. Mhm. Gegenüber des Hotels ist eine Kirche mit einem großen Innenhof. Dieser Innenhof hat eine Kuppel. Ich sitze auf den Treppen mit Handy, Videobotschaft, hallo Kai und weißt du noch und hast du noch und kennst du noch. Und in dem Moment, unglaublich, in dem Moment, irgendeine Taube hat da oben sich eingenistet und die löst sich da aus ihrem Nest und flattert irgendwie so durch die Kuppel. Wo du sagst, ey, eine weiße Taube. Diese Videobotschaft. Also, um es kurz zu machen, 2 Tage später ruft Kai an, sagt, los, Treffen in München, ich will das Ding haben. Und dann hat er volles Risiko, wirklich volles Risiko, auf keinen mehr gehört, der gesagt hat, aber, und hier und nein und überhaupt. Und gesagt, es ist mir scheißegal, ich will das Ding haben, wir machen das. Und machen das, und das ist das Großartige, daran bis heute geblieben, dass der Sender wirklich alles reingehauen hat. Wir sind ja wirklich mit einer Crew von, ich weiß nicht, 30, 40 Leuten, diese 600 Kilometer, wirklich jeden Meter gelaufen, gekniet, gefahren, der ein oder andere auch. Harry? Nein, Harry war ja, ist ab und zu mit uns gefahren, ja. Also die haben da wirklich alles reingelegt, was bisher noch keiner gemacht hat. Alle Filme, die du bisher über den Jakobsweg hast, ist, da treffen sich die Pilger mal irgendwo hier, setzen sich hin, sitzen am Tisch, reden ein bisschen, dann laufen sie ein bisschen und, so wie viele Pilger heute unterwegs sind, da fährt dann so wie Marke Tenderin Auto, fährt dann die Straße entlang, die laufen 3-4 Kilometer, dann spielen sie ein bisschen Tischtennis, Federball, haben sie alles dabei. Also das ist teilweise sehr, sehr furchtbar. So, und über diese Schiene ist das denn gelaufen. Und wer da mitmacht, dieser Vorschlag kam auch von, also wir haben so eine Art Drehbuch oder Roadbook, wie der Sender das denn später genannt hat, haben die Kollegin und ich geschrieben. Bestimmt 4 oder 5 Wochen dran gesessen, alle Stationen, wo was ist und was und wo und wie erwartet. Einschließlich der Logistik, Hotel und. Und hatten statt Frederik, den ich nicht auf dem Deckel hatte, er hat einen Ruckzuck gemacht. Jochen Bendel? Nee, der andere.
Hat es noch einer gemacht? Familienduell. Ja, Werner Schlüssel. Werner. Stimmt, der genau. Hat angefangen mit hatten, ja. Hatten Werner auf dem Deckel und Werner musste aber irgendwie, weiß ich nicht, Knie, Rücken oder was, so wie alle wir in diesem Alter. Und ging leider nicht und dann hat der Sender von sich aus, klar, weil Frederik lebt ja in München. Und bei Frederik war ich insofern stutzig, weil ich kannte ihn kaum, wir haben uns ja kaum gesehen, ab und zu mal hier eine Gala, da eine Gala, benimmt sich sowieso jeder anders, als er wirklich ist, außer mir natürlich, ich bin nämlich immer, wie ich bin. So, und hast natürlich von dem anderen auch ein völlig anderes Bild. Ja. So, und hinzu kommt, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, bei einem Format wie Glücksrad hast du natürlich als Moderator keine große Chance, aus dir herauszugehen, weil du musst ja in den engen Mechanismen, die dir vorgegeben sind, zwischen Rat und Frage stellen und, da kannst du nicht groß ausbrechen, sodass ich also nie die Chance hatte, mal zu sehen, was der alles drauf hat. Mhm. Und das war ein Erlebnis, mit Frederik zu laufen, ne? Das war wirklich so sensationell toll, den auf dem Weg getroffen zu haben. Das gilt nicht für die anderen alle unbedingt so. Wenn man so ein Roadbook schreibt, steht dann auch sowas drin wie Konflikte, die auftauchen sollten? Weil ich meine, so Konflikte machen dann irgendwie auch spannender. Nein. Also das Roadbook, das wir geschrieben haben, hat sich wirklich ausschließlich darauf bezogen, welche Leistung man pro Tag absolvieren könnte, okay. Wo denn, weiß ich nicht, wo denn der Adlerhorst ist, wo die Geier sind, wo die Franzosen die Brücke gesprengt haben, damit die Spanier nicht rüberkamen, also Historie, bis hin aber auch dann zur Logistik, welche Hotels in Frage kommen, weil 40 Leute jeden Tag woanders runterzubringen, das war auch schon eine Herausforderung. Ja, und es ist ja auch eine körperliche Herausforderung, diesen Weg überhaupt zu absolvieren. Ist heftig. Und da ist ja klar, dass dann hin und wieder mal die Nerven blank liegen. Also gerade, also mit Björn Hergen Schimpf gab es auch immer mal wieder, da kam irgendwie ein blödes Arschloch, was gerufen wurde. Ja, aber vor allem mit Harry Weinfurt, das hat sich dann ja so ein bisschen gegipfelt. Ich gehe mal auf Björn ein, das kam. Aber mit Björn habe ich eben dann auch, weiß ich nicht, 2 Stunden später im Regen auf der Bank gesessen, haben uns Küsschen gegeben, haben gesagt, alles gut, hab dich lieb. Und Björn hatte halt wirklich das Wahnsinnsproblem. Das darf man. Also erstmal unser Alter, ne? Ja klar. Ich war ja dann noch der Fitteste, weil ich ja da schon 10 Jahre lang das Ding gelaufen bin. Ne? Hat aber auch keinen Bock, den Reiseführer zu spielen. Was natürlich aus Sicht der anderen natürlich klar war, ey, wo geht's hier lang, wo geht's da lang und wieso hier? Und jedes Mal, wenn ich mich dann auch, weil die Wege ja auch dauernd, es wird ausgebaut, da wird eine Autobahn, da wird das gemacht. Also irgendwo stehst du vor einer Gabelung, wo du sagst, hier weiß ich auch nicht, wo es lang geht. Und dann schimpfen plötzlich alle, ey, wir haben uns verlaufen, du Arschloch und so. Ich sag, gut. Also das konntet ihr klären? Du und Björn Hergen Schimpf. Das konnten wir mal klären. Gab es ja zumindest in der letzten Folge auch. Ich komme nochmal zu Björn. Und Björn hatte halt das Problem, der hatte ein Fersensporn. Mhm. Da musst du dir vorstellen, du hast wirklich eine Nadel hinten in der Ferse und trittst dir den immer tiefer rein. Mhm. Und dann hatte er nachher noch eine Entzündung im Körper, also der ist wirklich, der hätte nicht mehr können, hat aber trotzdem. So, und bevor wir jetzt auf das kommen, worauf du hinaus bist, vielleicht hilft dir schon, wenn ich sage, was mich geärgert hat, bei dem einen oder anderen, ist, dass man nicht über einen Punkt hinweggeht, der aus meiner Sicht notwendig ist, um in diese Phase der Akzeptanz für, weiß ich nicht, für Natur, Welt, Gott oder was auch immer zu kommen. Weil dann kann ich auch zu Hause um den Heiligen See laufen oder am Starnberger See. Und dann ist es völlig unerheblich, ob du 600 Kilometer läufst, also oder nehmen wir es pro Tag, ob du am Tag 25, 30 läufst oder ob du 5 läufst. Weil je nach körperlicher Verfassung kann der eine 25, 30 locker. Klar. Ich bin zum Beispiel jetzt mit dem Senderchef, der ja damals nicht mitgelaufen ist, der erst Appetit gekriegt hat, nachdem das hinter uns war, bin ich dieses Jahr gelaufen. Und der läuft locker 50. Hm. Der ist, um es mir zu zeigen, mit Flipflops eine Etappe gelaufen, über Berg und Stein. Und da sind Kiesel unterwegs. Unglaublich. Weil es aber zwischen uns kein Problem war. Weil A, ist er klar, ist er deutlich jünger. Ist sportlich, was ich von ihm nicht gedacht hätte. Es war wirklich eine der geilsten Herausforderungen überhaupt, mit dem alleine zu laufen in den 3,5 Wochen.
So, und diesen Punkt habe ich halt bei dem einen oder anderen Namen sind Initialen, ja genau, HW zum Beispiel, der hat sich nicht richtig drauf eingelassen oder was mit anderen Worten. Also hat. Nein, für mich nicht. Okay. Und was halt auch so ein bisschen schade war, er hat uns immer vorgeworfen, dass wir ihn alleine lassen. Irgendwo, weiß ich nicht, abseits des Weges, abseits eines Restaurants. Er hat sich immer selbst sozusagen abseits gehalten. Mhm. Was, wenn man es kommuniziert, ja kein Thema ist. Wenn du einfach sagst, ihr Arschlöcher, lasst mich in Ruhe, ich will Ruhe haben, dann akzeptierst du das. Wenn man dann aber hinterher, es war einfach toll. Und es ist ein tolles Format, das man übrigens auch nach wie vor alle Folgen online anschauen kann, können wir sehr empfehlen. Ja, und was ich auch wirklich sagen muss, damit das jetzt wirklich, da, jetzt nicht, weil ich mich rechtfertigen will oder weil ich jetzt Bammel habe, was Falsches gesagt zu haben. Harry hat natürlich auch ein Lebendgewicht, was etwas anderes ist. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Und er hat natürlich auch, wie die anderen auch, nur bei Frederik war es halt so, der ist gelaufen wie ein junger Gott. Das war unglaublich, ne? So, und Harry, sage ich mal, hat sich mit Sicherheit auch nicht vorgestellt, was da auf ihn zukommt. Und hat es aber nicht kommuniziert. Und das ist das. Also, da muss ich auch dem Sender jetzt mal wirklich was sagen. Ja, also ich fand das teilweise scheiße geschnitten. Weil es hat ja wirklich den Eindruck vermittelt, als wenn ich dauernd nur meckere. Und als wenn ich derjenige bin, der alle vorführen will, dass ich der Held bin, überhaupt nicht. Ich bin genau das Gegenteil. Das Problem ist nur, das obliegt natürlich dem Schnitt. Das war eine gewisse Dramaturgie. Wenn ich das als Dramaturgie haben will, ja. Aber es hätte sicherlich auch eine andere gegeben oder zumindest mal eine, die man hätte wechseln können. Und es wurde dadurch aber nicht offengelegt, was vorher ohne Kamera und ohne Mikrofon sich hinter den Kulissen abgespielt hat. Mhm. Wo der ein oder andere dann gesagt hätte, naja, Dräger, so ein bisschen verstehe ich dich jetzt aber so. Mhm. Aber gut, das ist jetzt so gelaufen und ist auch okay. Und ich fand es auch wirklich auch ein tolles Format. Der Sender hat sich, glaube ich, eine andere Quote vorgestellt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, warum die nicht, ob das die Zeit war, also die Uhrzeit oder keine Ahnung. Also meine Lieblingsszene war auf jeden Fall, da müssen wir jetzt nicht nochmal weiter drauf eingehen, aber als du in der Kirche das Vaterunser sprechen solltest und plötzlich einen kleinen Textsänger hattest, das war von allen 12 Folgen mein absoluter Lieblingsmoment. Die haben mich da eine halbe Stunde verrecken lassen, ne? Und ich wusste wirklich überhaupt nichts. Und eigentlich sollte ich nur, so hat es ja der kleine Messdiener, der war ja kein Messdiener, war ja Ohrenpriester da, der Junge. Der hatte mir gesagt, es gebe da in dieser Liturgie, da gibt es zwei Sätze in spanischer Liturgie und die soll ich einfach nur ins Deutsche übersetzen. Ja. So, gehe da auf die Bühne, gehe an den Pult und dann sagt mir der ältere Priester, das ist aber der mich schon 9 Jahre lang immer auf den Weg geschickt hat, also den haben wir ja schon Wein getrunken, der sagt, nee, du musst jetzt bitte so. Ja. Und dann daraus wurde das dann geboren. Hast du improvisiert. Bevor wir jetzt gleich noch kurz auf die Nacht mit Harald Juncke eingehen wollen und zu unserer letzten Frage, hätten wir noch ein kleines, Spiel, eine Rubrik, die heißt 3 aus 5. In diesen Umschlägen sind... Umschläge kennst du dich ja aus mit. Ja. In diesen Umschlägen sind 5 Fragen, die wir uns nicht trauen zu stellen. Deswegen würden wir dich bitten, 3 auszuwählen, ja, die Frage vorzulesen und sie im besten Fall auch zu beantworten. Okay. Gleich alle 3 auf einmal oder nacheinander? Willst du wirklich den oder magst du nicht doch lieber den? Nein, 50 Cent. Du bekommst auch noch einen Schluck Wasser, wenn du den nimmst. Nein. Nimm doch mal den ersten. Genau. Ich nehme jetzt mal den ersten. Einen nach dem anderen. Okay. Das ist ja eine Frage, um die ich mich vorhin schon möglicherweise gedrückt habe. Welche ist es denn? Ich habe eine Ahnung. Deswegen habe ich jetzt die Ahnung, ihr habt in allen 5 Umschlägen die gleiche Frage. Nein, es sind 5 verschiedene. Welchen Prominenten finden Sie richtig scheiße und warum? Da wären wir wieder bei T.O. Nö, da, so schlimm ist das nicht. Welchen Prominenten finden Sie richtig scheiße und warum? Naja, das ist aber ambivalent. Ich fand Raab eigentlich immer scheiße, aber so genial in der authentischen Art, wie er vor allen Dingen Schlag den Raab gemacht hat. Ich sage, großartiger kann man eine Abendunterhaltung nicht gestalten.
Aber ansonsten seine Art, wie der denn auch mit seinen eigenen Gästen umgeht, wo du sagst, der ist wirklich, ja, das finde ich wirklich richtig scheiße. Null Vorbereitung. Das gemacht hat. Ja, aber, und jeder andere, der das gemacht hätte, nur annähernd, der wäre vom Hof gefeuert worden. Aber zu Stefan passt das. Also das ist wirklich so eine komische Geschichte. Das ist so wie früher, Bild-Zeitung ist scheiße, lese ich nicht. Ich lese sie aber außenrum habe ich den Spiegel dann, ne? Damit die anderen denken, ich lese den Spiegel. So sind wir 68 rumgelaufen. Ja, also da würde ich sagen, ohne dass es mir wehtut, weil den finde ich wirklich scheiße, wie er sich benimmt und ob er sich privat so benimmt, weiß ich nicht. Ich fürchte fast ja. Zweimal habe ich ihn erlebt. Aber es ist genial und großartig, wie der diese Sendung gemacht hat. Und ich habe wirklich jede geguckt, bis zur letzten Minute, 3 Stunden, 3,5 Stunden, scheißegal, war wirklich einfach ganz großes Kino. Hast du den Rab der Woche eigentlich noch? Den ja. Hast du mal bekommen? Ja, für natürlich. Einen Kusstrick mit einem älteren Herrn. In meiner Asservatenkammer. Sehr gut. Dann bitte den nächste. Zweiten Umschlag Nummer 2. Upsi. Die kürzeste Antwort, die ihr je von mir gehört habt. Welchen möglichen Skandal über Sie hat die Bild-Zeitung damals verpasst? Keinen. Gut. Dann bleibt noch einer. Noch einer. Nein, der Hintergrund. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich weiß, welche Frage das ist und schon mal überlegen kann, was ich darauf antworte, bevor ich euch die Frage vorlese. Eigentlich neige ich dazu, wie gerade einfach zu sagen, habe ich gar nicht, aber ich denke mal drüber nach, während ich lese. Wann sind Sie mal über Leichen gegangen? Haben also etwas Fieses getan, um einen persönlichen Vorteil zu haben. Vielleicht mal einem Kollegen eins ausgewischt? Nee. Oder? Also es sei denn, ihr nehmt das, was ich beim Würfeln so als psychologische Einflussnahme nenne, nutze, als fies. Dann ja, weil dann... Also Leute, ist es ja zu meinem Vorteil. Entweder weil der Preis nicht rausgeht oder weil ich halt wieder mal gewonnen habe. Und da, also da mache ich natürlich Finden, logischerweise. Ja. Da suggeriere ich Dinge, die nicht stimmen. Und das kannst du, wenn du das Opfer bist, natürlich als fies empfinden. Und wenn du das meinst, dann mache ich das täglich. Dies akzeptiert die Antwort. Okay. Ja. Was war in dieser Nacht mit Harald Juncker? Harald Juncker. Ich sitze, also es war nach der Wende, noch bevor die beiden Seitenpforten des Brandenburger Tores für das Fußvolk, sozusagen, also hier Grabowski, ne, wie hieß er, oder Schabowski, der SED Grande, der gesagt hat, so, die Grenzen sind offen, ihr könnt rüber. Mhm. So, und dann ging es ja los und eigentlich war das aber von ihm gar nicht so gemeint. Er hätte dieses ja gar nicht so sagen dürfen, was das denn ausgelöst hat. Nach meiner Erkenntnis gilt das ab sofort. Genau. War sein Zitat. Genau. Ja. So, siehst du, genau. Und jetzt können wir uns noch Schabowski oder Grabowski, waren, glaube ich, ein BVB-Spieler. Grabowski ist, glaube ich, ein Fußballer gewesen. War der vom BVB, genau. Ne? Ja. Schabowski war der Mann, der die Grenze aus Versehen geöffnet hat. Ja. So, aber der Startschuss war sozusagen noch nicht gefallen. Und dann war großes Polit-Szenario mit Bürgermeister hier Roth Momper von der anderen Seite, also alles, was da war, US und, um dieses jetzt feierlich zu begehen. Und ich hatte am Abend vorher eingeschickt im Interconti hier in Berlin, war von Sat.1 entsandt, um jede Stunde so 2 oder 3 Minuten davon zu berichten, mehr nicht. Dementsprechend waren wir auch ausgerüstet. Das ZDF hatte eigene Wohnwagen auf dem Campus und, aber egal. So, und war im Interconti und irgendwann sitze ich alleine da mit auf 3 Meter Entfernung Harald Juncker, der mich sehr mochte, weil es war ja kein anderer da. Also haben wir da gesessen und haben uns unterhalten, worüber auch immer. Und irgendwann verabschiedet, weiß ich nicht, um 1:30, 2 oder irgend sowas. Und Juncker war am Tag drauf verabredet mit einem Kollegen vom ZDF. Vielleicht fällt er mir jetzt noch ein beim Sprechen. Im Moment komme ich nicht drauf. So, jetzt standen wir im Prinzip wie Zinnsoldaten, alle Sender, Radio und TV, nebeneinander. Vor uns eine Absperrung und hinter der Absperrung das Brandenburger Tor.
Und da rollte die Prominenz schon an. Und wir durften aber über diese Absprung logischerweise nicht hinaus. So, und der Kollege vom ZDF stand rechts von mir und Harald Juhnke kam von links und hatte sich mit Schlapphut und Regenmantel oder Ledermantel, wie er halt immer rumlief, hat sich entlang dieses Absperrseils durchgekämpft, was natürlich schwer war, weil sie ihn alle erkannt haben, und steht halt irgendwann vor mir, musste aber an mir vorbei, ging aber nicht hinter mir rum, sondern ging vor mir her und guckt mich an und irgendwas, also ich glaube noch nicht mal an den Namen hat er sich erinnert, aber auf jeden Fall war da irgendwie, habe ich jetzt ein Déjà-vu oder was auch immer, und bleibt neben mir stehen. Und in dem Moment gehen die Pforten auf und spielte Harald Juhnke zur gleichen Zeit, in der Zeit noch in Ost-Berlin, den Hauptmann von Köpenick. Mhm. Das heißt, der war präsent bei den Berlinern ohne Ende. Ich weiß nicht, wie lange wir gesendet haben, aber ich glaube, 1,5 oder 2 Stunden, weil ich immer nur auf dem Ohr habe, lass ihn reden, lass ihn reden, lass ihn reden. Der blieb also neben mir stehen, hat das ZDF total vergessen. Die Leute standen um ihn herum und er hat erzählt und erzählt. Ich war nur Mikrofonhalter, wirklich nur hingehalten. Es war sensationell, war ganz, ganz toll. Und war ja schon eine schillernde Persönlichkeit. Boah, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also das war so ein Promi, wo ich sage, gut, es gibt so sicherlich so 2, 3 Sünden, sage ich mal, mit Sicherheit nicht. Also Kinder, Frauen und sowas. Aber ansonsten sind das so diese Typen, wo ich sage, lass die doch machen, was sie wollen. Die sind so weit weg von uns allen. Die sind so begnadet. Die sind wirklich, also dem würde ich alles nachsehen. Und wenn man dann diese Berichterstattung da von damals aus, das war glaube ich auch aus Interconti, da gab es so ein furchtbares Foto, wo ein Mädel bei ihm auf dem Zimmer ist und er ist irgendwie so mit Ei bekleckert oder sowas. Gut, also wenn da was hinter war zwischen einer Minderjährigen und dem, so gut, dann ab in den Knast, aber nicht nur Ausschlachten in der Presse und hinterher verläuft sich alles. Aber gut, das ist, passt jetzt, müssen wir jetzt gar nicht. Ich kann die Biografie 7 Leben von ihm sehr empfehlen. Sehr spannend. Eine haben wir noch. Ja, allerletzte Frage. Hey. Wo siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren bin ich, das ist die Glücksspirale, Spiel 77. Also es kommt ein Klassiker zurück, die Glücksspirale als Show. Ja, achso, gibt es die gar nicht mehr? Aber gab es doch mal, ne? Glücksspirale, ja. Spiel 77, oder? Weil ich bin dann, ja, 77. Ich bin dann 77. Gut. Ja, ich müsste ja jetzt überlegen, was ich mir selbst vorstelle, was ich gerne machen würde mit 77. Also immer noch jährlich meinen Jakobsweg. Silberhochzeit liegt dann schon hinter mir. Die habe ich in 2 Jahren. Da kann nichts mehr anbrennen, 5. Frau. Also, wenn's noch, wenn's noch mal etwas gäbe, weil das mache ich auch mit der Gisela jetzt auch dieses Jahr wieder und immer häufiger. Wir lesen gerne, also entweder Geschichten von Autorinnen und Autoren oder auch, so wir Zeit haben, die ein oder andere Geschichte, die wir selbst schreiben. Und ich kenne ja noch, was ihr natürlich nicht kennt, Kuhlenkampfs Nachtgeschichte. Da hat er jeden Abend, ich weiß jetzt gar nicht mehr, vor der Tagesschau oder nach der Tagesschau, eine gute Nachtgeschichte gelesen. Mhm. Und das, denke ich, ist mit 77 angemessen. Und wenn es noch gut bezahlt würde, wäre das ganz toll. Ja, sowas. Bei dem Leben, das du hattest, könnte es ja auch sein, dass du bis dahin eine Biografie geschrieben hast, oder? Nein? Nee, ich glaube, es interessiert wirklich nicht jemanden, was so einer macht, wenn du so in der Pyramide so im unteren Drittel bist oder auch im Mittelfeld, da fehlt denn schon zu sagen, ey, das würde ich jetzt mal gerne wissen. Und auf der anderen Seite sind da ja keine Sachen bei, die jetzt so spektakulär wären. Wobei, ich sag mal, das Buch, das, an dem ich jetzt seit 5 Jahren schreibe und seit 2 Jahren mit Gisela dran schreibe und zum 4. oder 5. Mal umschreibe, das ist letztendlich natürlich eine Biografie, weil ich keinen Reiseführer schreibe. Also nicht so wie Harpe, was ja mehr Reiseführer ist, sondern was so eine kontemplierende Geschichte ist, was ich wo auch immer erlebe, aber vielleicht auch rückblickend erlebt habe. Also insofern stimmt, ist das gar nicht so abwegig. Prima. Vielen Dank. Mann, das war's schon. Wahnsinn! Fernsehrausch. Übrigens auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Ihr geht jetzt besser auch. Ich meine, ihr schaltet jetzt besser ab. Abschalten.